Also ich kenne nicht alle Begriffe. Was ist denn schon wieder ein LARP-Game? Ich habe so meine... Ich wusste auch vor einiger Zeit nicht, was Memes sind. Jetzt weiß ich's. Ja, eine Schande für Grimghul. Grimghul kennt so vieles nicht. Dafür kennt Grimghul Dinge, die kein anderer kennt. Komm her, mein Freund. Ja, da würde ich sagen, mal verloren. So, wir nehmen den XP-Zuwachs wieder. Wenn sich Leute wie Ritter anziehen und so tun, als ob... Ah, okay, Live-Action-Roleplay. Ah, okay, okay, okay. Ja, weil das gibt es natürlich, das gibt es ja wirklich. So, Leute, ich muss mal ein bisschen schneuzen und, Taschentücher hat mir ja jetzt hier, Lollipop spendiert. Naja, ich finde das mit dieser Slow Motion gar nicht schlecht. So kommt das mal ein bisschen so rüber, ne? So ein bisschen Action und so. So, das ist Fokus gewinnen. Nee, wir machen mal ein bisschen Kampf, Inventarverbesserung, Kapazität. Brennender Adler. Ich weiß nur nicht mal, was das ist. Keine Ahnung. Können wir auch mal machen. Dann machen wir mal das da. Nochmal das da. Gut, dann haben wir das mal auf Maximum. Weil das ist, glaube ich, dann einfach nur... eine Verbesserung, okay, das kostet 20.000, das ist ein bisschen too much. So, was haben wir hier? Fokus, Fokusverbesserung, Fokusverbesserung. Erhöht die auf 3 Kapseln, erhöht die Größe der Fokuskapsel, verringert die Verbrauchsrate der Fokus um 3%. Ja, komm, dann hauen wir das mal rein noch als Verbesserung. Okay, das ist ja eigentlich ziemlich cool, da kannst du ziemlich schnell das Zeug da ableveln. Das ist schon mal gut. So. Da ist eine Leiche, da können wir erstmal... Neue Schriftrolle eingesammelt. Du blockst zu wenig. Ja, das ist richtig. Xbox-Chip. Das ist auf jeden Fall richtig. Ich hab's in Spielen nie so mit meinem Blocken. Das habe ich auch schon festgestellt, auch wenn ich Batman spiele. Drücke B, um Pfeilen auszuweichen. Dies ist eine beste Option gegen Pfeile. Ja, komm mal rüber. Kann man die hier oben irgendwie... Nee, kann man nicht. Okay. Ich dachte, die könnte ich jetzt hier hoch. Hast du nicht erwartet, Urba? Von deinem eigenen Kettenturm zerschmettert. Gib das jetzt her. Oh, da habe ich verkackt. Ah!
Okay, das war ein neuer Execute, Freunde. So. Ich sag mal so, das Spiel macht Spaß. Auch wenn die Bewertungen, ich weiß ja nicht, wie gut die sind. Also ich meine, es gibt unterschiedliche Geschmäcker, wenn Leute sagen, das ist scheiße. Dann denke ich mir, okay, ich guck's mir selber an. Ich bin eher so einer, weißt du? Ich guck mir gerne Spiele selber an und überzeug mich selber, ob das scheiße ist oder nicht. Weil es kam so 50-50 auch schon vor, da haben viele gesagt, das Spiel sei kacke. Aber ich fand's nicht kacke. Also, das ist immer so eine Sache. Im persönliches Empfinden, ob einer irgendwas scheiße findet oder nicht. Und so ein Spiel ist echt mal gut zum Abschalten, so, weißt du, wenn du mal irgendwie einen stressigen Tag hast, einfach mal so ein Schnetzelspiel. So, den haben wir auch hingerichtet. Bin nur noch am Verlieren mit dem doofen Bot. Miau! Wieso denn am Verlieren? Hat eigentlich Lollipop schon die, oder wer hat denn das gemacht? Braukessel. Hat Braukessel eigentlich schon die 50 Punkte bekommen? Ich finde es richtig cool, wenn man die Körperteile abschlagen kann. Und das Kampfsystem schaut auch echt nice aus. Ich schaue mir auch immer Games und Filme selbst an, weil es gibt echt viele schlechte bewertete Games, Filme, die aber echt cool sind. Genau, das ist alles nur eine Empfindungssache. Avatar, das sehe ich so wie du. Weil das ist halt einfach, ich finde das persönlich, wenn immer Leute sagen, das ist scheiße, das gleiche wie mit Sea of Thieves ist scheiße. Nein, Sea of Thieves ist nicht scheiße, beziehungsweise sagen, hätte zu wenig Content. Sea of Thieves ist gut, das Spiel ist gut gelungen und entwickelt, aber es spielen halt kaum noch welche. Und dann kamen noch Cheater hinzu, das sind halt alles so Gründe, warum ein Spiel dann keinen Spaß mehr machen kann. Braukessel ist gar nicht mehr da, sehe ich gerade. Okay. Ja gut, dann mache ich das irgendwie off-Ding. Auf Steam ist es sehr positiv. Das sagt schon viel bei den heutigen Bewertungen, wo meistens viele rumheulen. Also wie gesagt, das ist, also gehört, mir ist das jetzt persönlich, sag ich mal, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, er findet das kacke, ich so, jo gut, ist halt dein Ding, ne? Aber mich persönlich... Was ist das hier für besser brennender Adler? Was ist eigentlich dieser brennende Adler? Ich kaufe den mir mal. Aber ich persönlich guck mir Spiele halt gerne selbst an. Wo sehe ich eigentlich meine Ehre? Da oben, oben rechts, ne? Ist das, müsste das sein? Die Ehre. Ja, wir könnten ja mal das... Siehst du, wir haben kein Glück. Wieso denn nicht? Der Bot Dorado, hallo Chat. Und Klopapierkönig Dorado 54 und Grimgulder One. Ich grüße dich, Dorado. Wie geht's dir? Nee, Klopapierkönig ist gar nicht da. So. Sie standen gut. Wartet, bis ich den Befehl gebe. Aber ich kriege immer einen Hit trotzdem. So, ich hole mir jetzt erstmal Gesundheit zurück.
Jetzt wieder XP. Brauche ich. Und Erfahrungsgewinn. Bam! Das war doch geil. Warum sind hier eigentlich Römer mit Pilums aufgespickt? Das verstehe ich nicht so ganz. Egal, ich muss die Logik nicht verstehen. Das heißt ja, dann würden ja Römer gegen Römer kämpfen oder was? Gerade. Ist das so? Nein, das ist nicht so. Aber gut, der Gegner kann ja auch Pilums klauen, ne? Vorwärts, Männer! Wir sind fast beim Turm! Formiert euch um mich! Okay, Leute, ich muss jetzt kurz trinken. Ich hab so Durst. Alter. So. Ah, Schildkrötenformation. Man kann sagen, eigentlich der erste Panzer, ne? Die Schildkrötenformation. Aber erfordert Teamfähigkeit besser als in Overwatch. Jetzt zerstören wir diesen Turm, Männer. Bewegung! Hier da! Hebt das Gegengewicht an! Ich gehe nach oben und löse die Kettensperre! Ist, wenn du 10 Schläge hintereinander machst und dann bei der Kombozelle ein roter Vogel, indem du den Modus beginnst, kannst mit 2 weiteren sofort kritische Treffer machen und den Treffer zügeln und vernachlässigen dann den Fokus nur und dann wird es schwer am Anfang so viel Übung. Okay, alles klar. Ah, das Fass hätte ich nur nicht verwenden dürfen. Oha, da kommt schon Gegner. Heute sterbe ich? Nee, ich glaube eher du. Errungenschaft freigeschaltet. Also ich habe jetzt 100 Leute schon executed, Freunde. Ah, okay, rote Umrandung heißt schwerer Angriff. So, den exekutieren wir.
um Gesundheit zurückzuerlangen. Boah, und das Bein auch noch weggemacht. Okay, dein Stream hat mich jetzt schon überzeugt. Wenn ich mit den beiden Sticks Game durch bin, werde ich mir Rise Zone of the Realm geben. Alles klar. Also mir macht's auf jeden Fall gerade Spaß, die Kampagne. Also wenn du so Abschnetzel, das sind denn Abschnetzel Games magst, dann ist das mega gut. Dann, ja. Wie gesagt, also falls du Insta-Gaming hast oder so und auch darüber gerne einkaufst, da habe ich auch einen Link für. Oh, Mann. So hoch konzentriert, ey. Ja, das mit diesen Kombos, muss ich zugeben, ist nicht ganz so leicht, weil ich jetzt nicht allzu oft, sag ich mal, mit dem Gamepad spiele. Diese Kombos sind schon relativ, die erfordern komplette Konzentration, hell. Also in Perfektion auszuführen. So, du kannst auch starke Schläge machen, wenn du die Angriffstaste länger gedrückt hast. Achso, das wusste ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht. Dankeschön, das wusste ich gar nicht. Vielen Dank für den Tipp. So, kommen da nochmal welche. Oh ja, so Games sind vor allem gut, um Frust so abzubauen. Hab doch schon gesagt, das ist bei mir im Stream am Gammeln. Ach so, stimmt. Ja, da war ich jetzt vergesslich, Avatar. Das habe ich jetzt vergessen. Aber die Effekte sind mega gut gemacht. Viele Zwischensequenzen, viel mit Action. Boah. Ich wünsche auch noch einen schönen Tag, Michi Hyper. Mach's gut. Ciao, ciao. Haust dir rein. Sticks wollte ich auch noch spielen. Habe ich selber auch noch nicht gespielt, Avatar. Das kommt auch noch. Ein mutiger Mann. Durchlebt den Tod. Einmal. Feiglinge. Immer wieder. Jetzt haben wir das Blut dieser Barbaren vergossen. Wir wissen jetzt, dass sie bluten wie wir. Bereit! Und los! Vorwärts! Götter! Holy moly, Alter! Dieser Effekt, hey! Holy moly! Ob das damals auch so entschwärts war? Ich glaube schon. Wow. Jetzt habe ich gerade ein bisschen geübt.
So. Weißt du, wie immer gleich ein zweiter noch angerannt kommt? Oh, hat sich diese Typen mit dem Schild, Mann, diese Tanks. Oh, der erste Tank hier weg. Ah, scheiße, jetzt hab ich's verkackt. So, der muss mir jetzt erstmal Gesundheit geben. Ich hab doch A gedrückt, verdammte Scheiße. Und schon wieder so billig einhalten. Du kannst den Fokus nutzen. Ja, den vergesse ich auch immer zu nutzen. Stimmt, hast du recht. Aber jetzt brauche ich nicht mehr... Doch. So, warte mal. Wir müssen den Turm außer Gefecht setzen. Wir haben jetzt erstmal hier noch ein bisschen... Ja, da machen wir noch ein bisschen auf Gesundheit. Okay. Wir haben noch ein bisschen auf Gesundheit gemacht. Kampf haben wir jetzt Maximum. Das haben wir auch Maximum. 20.000, bla 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 bla. Ansonsten haben wir jetzt eigentlich alles schon. Okay, wir haben so ziemlich schon viel freigeschaltet. Ja, das mit den XP, das ist halt ziemlich wichtig, weil ich glaube, wir brauchen schon ziemlich lang für ein Level-Up, dass wir halt das mit dem XP-Ding jetzt haben. Einreihen! Ah, machen wir wieder Schildkrötenformation? Ja, machen wir.